Die Erwartungshaltung war groß. Nach 4 Jahren Pause endlich wieder Frühjahrsautoschau. Frühling hat für euch schon immer eine besondere Bedeutung, oder? Ja, wie du ansprichst, wir sind froh, dass wir wieder unseren Frühlingsauftakt in die mobile Frühjahrswelt machen können. Unsere Autoschau ist immer gut angekommen und wir sind sehr froh, dass nach der Corona-Pause es wieder so toll funktioniert. Und was hier für euch spricht, dass die Vielfalt so groß ist, an den Modellen, an den Marken. Ihr seid ja quasi der Mobilitätspartner im Mostviertel. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was sagen, wo geht die Reise hin? Ja, wir haben heuer wieder zum Glück nach der Corona-Zeit wieder die Lager voll. Wir haben alle neuen Modelle im Haus, wir sind gut bestückt. Wir haben sehr viele tolle neue Modelle und wir haben auch von der Antriebsart alles parat. Wir haben gute Benziner, Diesel, eine neue Generation Hybrid und auch die neuesten Elektroautos. Wir sind gut aufgestellt. Ihr habt ein Auto-Abo im Angebot. Erzähl uns ein bisschen was. Worum geht es da bei dem Auto-Abo? Ja, wenn sich jemand ein Auto interessiert, aber keins kaufen will, dann kann er bei uns eins mieten, ohne Anzahlung, ohne dass er es hinterher dann rauskauft, sondern er kann es für 12, 24 oder 36 Monate einfach zu einem Fixpreis mieten und braucht eigentlich nur mehr Benzin oder Diesel bezahlen. Alles andere ist inkludiert. Ja? Also der braucht nur tanken und fahren. Der braucht sich um nichts kümmern. Nichts kümmern, ja. Und kann es zurückgeben, wenn er es nicht mehr braucht. Ja? Auch die Möglichkeit einer Mobilitätslösung für kurze Zeit. Ich glaube, ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr habt wieder eine riesen tolle Ausstellung auf die Beine gestellt. Und es ist schon so, dass es hier nicht nur ums Auto geht, sondern es ist, glaube ich, schon ein Fest für die ganze Familie. Legt auf das schon großen Wert, oder? Ja, wir sind ein Familienbetrieb im Mostviertel und das seit vielen Jahren, seit mehr als 70 Jahren. Und das ist unsere Stärke, familiär und mit Handschlagqualität unsere Kunden zu betreuen und ebenfalls auch unsere Mitarbeiter. Also wir sind ganz stolz drauf. Ja. Wir haben ganz ein tolles, großes Team. Wir haben da 85 Mitarbeiter bei uns im Haus und alle sind wirklich damit beschäftigt, eine Autoschau auf die Beine zu stellen, die sicher seinesgleichen sucht in der Region. Und ich danke unserem Team ganz, ganz herzlich, allen Damen und Herren, egal wo sie arbeiten. Also wir sind total stolz drauf, ich im Speziellen als Niederlassungsleiterin auf mein Team. Ja. Immer rund um die Messe gibt es ja tolle Aktionen. Was habt ihr da heuer alles auf Lager? Naja, wir haben zwei extrem tolle Aktionen. Das sind unsere Einstiegsmodelle beim Skoda Fabia. Da fangen wir an bei 12,99 mit Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus und beim Seat Ibiza ab 13,97. Ein großes Zuckerl, ihr nennt es ja ein Zuckerl, ist das, dass es ein spezielles Senkerzuckerl gibt, immer rund um die Messe. Was ist da gemeint? Von was profitieren da die Kunden? Ja, es gibt zu jedem Neuwagen gibt es ein 500 Euro Senkerzuckerl in Form von Mehrausstattung bis 16. März geschenkt. Bei den Neuwagen muss man ja oft ewig lang vorbestellen, weil ja die Auslieferzeiten so lang sind. Ihr geht es aber immer in die Werbung, dass zumindest, glaube ich, hilft mir 750 Autos lagern sind. Neu, gebraucht, alle Marken, stimmt das? Es sind inzwischen 900 Fahrzeuge, die wir prompt verfügbar haben. Wir haben dementsprechend vorbestellt für Richtung Frühjahr und wir können sehr, sehr gut liefern. Unser neuer ID7 kommt jetzt da als Tourer, als Kombi und wir haben mittlerweile Reichweiten von bis zu 620 Kilometer mit den neuen Batterien. Einfacher Motor mit 110 PS, 1000 Kubik, sehr umweltfreundlich, sparsam, aber das perfekte Familienfahrzeug. Darf ich Ihnen den Karoq präsentieren? In dem Fall haben wir jetzt einen 2 Liter Motor mit 4-Zylinder Diesel mit 115 PS, ein Träger mit starker, guter Motor und sehr leistungsstarker mit Turbolader, genau. California, ja, Camping-Variante mit Schlafplätzen unten, 2 Schlafplätzen oben. So wird das ganze System dann aufgebaut zum Schlafen mehr oder weniger und da vorne haben wir so ein tolles Panoramafenster, wo du den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang ein wenig genießen kannst. Da haben wir noch die Verdunklungssysteme rundherum und wenn wir kochen will, haben wir renderitisch da eine kleine Kochstelle herinnen mit einem Gaskocher. Senke ist ja ein Familienbetrieb, wo die Leute sehr lange bleiben, weil einfach ein gutes Betriebsklima ist.
ein Kunde kann mich jederzeit anrufen. Ja. Ich sage jetzt, wenn es nicht unbedingt Sonntag um 2 in der Früh ist, ja, funktioniert das natürlich auch. Ja. Und kann halt jederzeit kommen natürlich und ich nehme mir dann Zeit. Weil das, glaube ich, ist einfach die Qualität, was ein Unternehmen und ein Verkäufer ausmacht, wo ich dann wieder hingehen kann und sage, okay, da weiß ich, da kaufe ich nicht nur das Produkt, ja, sondern da kaufe ich auch ein rundum Wohlfühlpaket. Genau. Bei der Frühjahrs-Autoshow gibt es ja auch fürs Auto viele Serviceangebote und Möglichkeiten. Was ist da aktuell bei euch angesagt? Ja, alles rund ums Fahrzeug, also einerseits Zubehör, die Vorradträger, wird immer wichtiger, auch die Klimaanlagenreinigung, die Pollenbelastung wird auch immer höher für die Kunden oder für die Kunden. Da sind wir sehr breit aufgestellt und freuen uns schon aufs Frühjahr. Ja. Lieber Toni, du bist ja schon länger in der Politik, aber nachdem es als Abgeordneter leider noch keinen Dienstwagen gibt, musst du ab und zu selber fahren. Was fährst du für ein Auto? Ja, ich fahre selber. Schon seit ich in der Politik bin, weil der Landesabgeordnete hat noch keinen Fahrer und kein Dienstauto. Zum Dienstauto und zum Fahrer habe ich es nicht geschafft. Ich fahre einen VW Passat seit mittlerweile 12 Jahren. Kilometer, von was reden wir da? Vor fast 400.000, 393.000 aktuell. Okay. Und ich habe alle meine Autos, die ich bis jetzt gehabt habe, ganz lang gehabt und ganz lang gefahren. Bis ich mir denke, und jetzt ist Zeit zu tauschen. Das heißt, du fährst vorsichtig, hast du aber einen gescheiten Autohändler und eine gescheite Werkstatt wahrscheinlich, oder? Dass er so lang schnurrt. Ja, ich habe so eine Angewohnheit beim Service, einmal im Jahr kommt das Auto da her, zum Senker, da bin ich Kunde, und so kriegt es, alles her, was hat, und das ganze Jahr kommen nicht mehr. Und es ist so. Weil das in die Augen schaue, habe ich das Gefühl, du bist ein sehr glücklicher und zufriedener Senker-Kunde. Oh, ja. Was schätzt du so am Senker? Die Kantenbetreuung ist gut. Wir haben auch einen guten Mechaniker, da steht sogar einer. Der ist schüchtern. Der ist schüchtern, da draußen nicht her. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Passat. Ich habe jetzt den Passat schon seit dem zweiten sogar schon. Bin ich relativ happy. Also würdest du den Senker weiterempfehlen? Schon, ja. So schauen schnittige Audi-Fahrer aus. Ja, danke schön. Bist du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Mit dem Audi und mit dem Senker hoffentlich auch, ja, sowieso. Was schätzt du am Senker? Freundliches Personal. Gut zu den Kunden, machen wir es richtig. Das passt, haben wir sehr wenig zufrieden. In der Werkstatt. Wo es jetzt sein muss. Bitte halt genau. Normal. Ja, aber Service, glücklich und alles zufrieden und würdest du den Senker weiterempfehlen? Nur. Ja. Ich habe gerade gehört, ihr seid sehr glückliche Senker-Kunden. Die Frage ist, warum ist der Senker so super? Weil, wenn man herkommt, das ist einfach, es passt nicht. Sie kennen mich alle schon beim Namen, es passt das Service, es wird sich immer ganz flott um uns kümmern, also das darf man. Kannst du dann weiterempfehlen? Auf alle Fälle. Mit reinem Gewissen. Mit reinem Gewissen. So soll es sein. Danke.